Wir greifen nochmal zurück auf das Dark, diese Komplexität der Schöpfung als Ding an sich. Es ist mit Holofeeling eigentlich sehr, sehr einfach. Es geht zuerst immer um die Grundvoraussetzung und es ist, solange du nicht akzeptierst, dass du ein träumender Geist bist, wirst du nie verstehen, wie Welt funktioniert, wie du selbst funktioniert und wo letztendlich die Quelle all der Probleme, die du vorgelegt bekommst, wo die sich befindet, nämlich in dir selbst. Jetzt muss schon mal klar sein, dass du sehr einseitig durch deine Filter Situationen und Worte bewertest. Wenn ich sage Probleme, das ist ein Wort, das ist nur negativ belastet. Aber das eigentliche Wort Probleme heißt nur das Vorgelegte. Jeder einzelne Moment, der in dir auftaucht, ist ein Problem. Das heißt, egal wo du hinschaust, in dem Moment, wo du einen Wechsel deiner Information erlebst, wirst du mit einem neuen Problem konfrontiert. In Front von dir, aber zusammengeschmissen mit dir. Das Wort Konfrontation ist eigentlich nur ein anderes Wort für Entfernung. Wenn man das ganz wertfrei sehen kann. Ja. Und dieser Einseitigkeitswahn der Menschen um dich herum, die letztendlich dein Problem sind, wenn du sie dir ausdenkst, und die letztendlich nur Spiegelungen noch von deiner eigenen Einseitigkeit sind. Das ist ja das, was es zu verstehen gilt. Ja. Diese unendliche Vielfalt von Informationen, die in dir auftauchen, sind letztendlich berechnete Produkte deiner Logik. Ich könnte jetzt ganz genau sagen, wenn du dir einen Film anschaust, einen ganz normalen Film, eine ganz einfache Metapher, sind die Bilder immer das Produkt von Rechnung. Dem eigentlichen Programm, das läuft, von dem Film. Ich bleibe jetzt mal, dass der Film computergeneriert ist, dann siehst du an der Qualität der Bilder die Qualität des Programms. Ist es nur ein computerberechneter Zeichentrickfilm, sehr abstrakt oder schon fotorealistisch? Es ist, du benutzt einen gewissen Intellekt zum Denken und dieser Intellekt wirft deine Traumwelt auf. Und Holofeeling erklärt dir, was du bist und wie du funktionierst, aber nicht, was du glauben sollst. Das ist rein, jetzt hättest du schon die Freiheit, verschiedene Glaubenssysteme zu wechseln. Du könntest jetzt sagen, ich konvertiere zum Islam, ich konvertiere zum Hinduismus, ich konvertiere zum Buddhismus, dann sage ich wieder, zu welchem Buddhismus, zu welchem Islam, zum sunnitischen, zum siedischen, zum Baha'i-Islam, zu welchem Islam. Ich komme von dir zum Christentum. Zu welchem Christentum? Katholischen, zum Protestantischen, zu den Zeugen Jehovas? Hutterer, Amish? Es ist immer eine Selbstentheiligung in dem Moment, wo du dich in einem Glaubenssystem bewegst. Es ist eine extreme Reduzierung deiner Denkmöglichkeit. Und jetzt immer dran denken, schon in Ich bin, du im allerersten Band heißt es, wenn du mal ganz bewusst das analysierst, wirst du feststellen, dass du in deiner jetzt bewusst ausgedachten Welt, dass sich dort zurzeit aufgrund deines Glaubenssystems nur eine einzige Weltreligion befindet, das ist der Materialismus. Alle normalen Religionen sind bloß Untersysteme vom Materialismus. Was nämlich keiner bezweifelt, egal welchen Glauben du anhängst, dass er in der Vergangenheit, dass er ein sterblicher Trockennasenaffe ist, dass er in der Vergangenheit von einem Trockennasenaffenweibchen geboren wurde, dass er sich auf einer Erdkugel befindet. Gut, da gibt es mittlerweile die Glauben, sie sind wieder auf einer Scheibe, was aber nicht unbedingt ein geistiger Fortschritt ist, sondern ein Rückschritt ist. Wenn wir jetzt die Chronologie zweidimensional, dreidimensionales Denken, ja. Einstein hat ja dann schon das vierdimensionale Denken eingeführt, hat aber entscheidende Fehler gemacht, wo ich immer wieder darauf eingehe, das führt dann eben zu diesen Raumzeitreisen, das ist alles in alles die Sackgasse des sogenannten, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, allgemeinen Relativitätstheorie. Das sind Ausuferungen in dieser Sackgasse der allgemeinen Relativitätstheorie. Ich sage jetzt nicht, dass das richtig oder falsch ist. Es ist ja diese Vorstellungswelten, mit denen wir konfrontiert werden, zum Beispiel in dem Film Interstellar, wo ich dir einspiele. Oder jetzt in dem Film Dark. Und dann haben wir natürlich in Ansätzen schon mal die Welt dieser Matrix, was aber keinen, der daran denkt, trotzdem das noch raumzeitlich sich vorzustellen. Wenn du dir jetzt den klassischen Film Matrix von 1999 anschaust
Und ich betone, das kommt alles aus dir. Es wurde nie von irgendwelchen anderen in der Vergangenheit gemacht. Das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, das Erste, wo du daran arbeiten musst, dass du dir jetzt erst einmal glauben magst, was 100% sicher bedeutet. 100% sicher ist dann was, wenn du es hier und jetzt, du Geist wohlgemerkt, hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Und da muss man unterscheiden, rede ich von einem logischen Konstrukt. Du kannst nicht überprüfen, wenn du Wasser vor dir hast, dass das aus Wassermolekülen besteht. Das ist ein logisches Konstrukt, was du nur denkst, wenn das in deinem Intellekt, in deinem Schwammhirn drin ist. Ja. Dasselbe gilt für den Makrokosmos. Das heliozentrische Weltbild hat noch nie irgendein Mensch gesehen, außer in Büchern. Die Erdkugel hat auch noch nie einer gesehen. Und ich glaube, 1000 Mal habe ich nur schon auf die Schattenfrau hingewiesen, weil jeder normale Mensch sonst so ein Blödsinn. Die Astronauten haben es doch gesehen. Ich sage, du würdest dir auch keinen Astronauten ausdenken, wenn das nicht auf deinem Programm drauf wäre. Und sobald du dir jemanden ausdenkst, bestimmst du, was der sieht, wenn er da und da ist. Was er entdeckt hat, was er gesagt hat, das gilt für die ganzen Märchenfiguren, genauso wie die Philosophen und die großen Wissenschaftler deiner jetzt ausgedachten Zeitgeschichte. Genau, das, was ich mir in die Kiste reindenke. Was du, jeder menschliche Kopf, den du dir ausdenkst, ist wie eine Kiste, wo du derjenige bist, der bestimmt, was da drin ist. Ja. Es ist letztendlich, du bist der Autor. Dein Leben ist wie ein Autor, das ist ja in Ich bin du Quadrat, in dem ersten Selbstgespräch im bin du Quadrat, sag ich, du stellst dir jetzt vor, du schreibst dein Tagebuch. Das heißt, alles, jede Kleinigkeit, die du erlebst, schreibst du auf. Mhm. Und jetzt ist der Witz, dass da du ein träumender Geist bist, wird deine Hand eigentlich geführt. Das heißt, das, was du glaubst zu erleben, wo du nichts damit zu tun hast, fühlst du jetzt das schon mit unsichtbarer Tinte geschrieben, ist es in einem gewissen Maß wie ein Gleis, die Buchstaben, wenn wir jetzt die Schreibschrift nehmen, wie ein Gleis, wo du letztendlich was nachfährst, was eigentlich schon da ist. Das ist immer wieder, wenn ich sage, wenn du träumst, träumst du, aber alles, was du träumst, du kannst dir es nicht raussuchen, das ist irgendwie bestimmt. Das wäre jetzt aber eine statisch festgelegte Spur. In Wirklichkeit ist es aber wie ein Videospiel. Wir haben auch wieder ein Konstruktprogramm, du hättest prinzipiell Entscheidungsmöglichkeiten. Was du aber nicht nutzt, ist deine Freiheit. Du machst komischerweise immer das, was dir logisch erscheint. Und darum sage ich, logisch ist nicht geistreich. Normale Menschen sind unheimlich logisch, aber logisch sind Programme. Geist ist frei. Der hebt sich von den Gleisen der Logik. Das heißt, solange du nur logisch denkst, wirst du dein Gefängnis deiner Logik niemals verlassen. Das ist, du wirst niemals die Kehrseiten sehen von deiner Vorstellung von richtig, weil du die ja bekämpfst. Ja, ja. Erst wenn du bereit bist, was Unlogisches zuzulassen, ich sage, von sich aus logisch tun, ist schon wieder Kaufmannsdenken. Das ist das Gemeine. In dem Moment, wo du dieses Prinzip jetzt verstanden hast, ich muss das Gegenteil machen, dann frag dich, warum? Ja, weil ich mir jetzt ausrechne, wenn ich das Gegenteil mache, dass ich eine Belohnung kriege. Und damit ist das eigentlich, dass das Verkehrte, das Unlogische machen, ist in dem Moment schon wieder logisch. Schon wieder logisch. Ja, genau. Ja. Habe ich geschickt eingefädelt. Ja, raffiniert. Es geht, dass du das Prinzip verstehst. Und ich kann mich nur mit Geist unterhalten, nicht mit irgendwelchen Menschen. Mich interessiert Intellekt nicht, nur mich interessieren von dir ausgedachte Menschen nicht. Mich interessiert einzig und allein der Geist, der jetzt mit diesem Gespräch konfrontiert wird. Der sich jetzt den Holger ausdenkt, der sich den Udo ausdenkt und der sich selbst als Trockennasenaffe ausdenkt, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Darum spreche ich das immer dazu, fast jedes Selbstgespräch erwähne ich das am Anfang, weil das immer wieder von dir Geist vergessen wird im Alltag. Ja, diese Personifizierung. Jetzt zeige ich dir etwas einmal, diese Komplexität meiner Schöpfung. Es ist wirklich hundertprozentig sicher, dass es ein Matrix-Programm ist. Und zwar aufgebaut über die Sprache. Und ich kann nur sagen, es sind immer Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich lasse keine Zufälle zu. Und wenn ich jetzt so streng rede mit ich, meine ich natürlich nicht dieses Pixelmännchen oder den Udo, der jetzt in deinem Kopf als Vorstellung ist, wo du noch glaubst, der ist da außen. Auch der Kopf vom Udo kann nur das drin sein, was du dir hineindenkst. Figuren in einem Traum können nur das sprechen, was vom träumenden Geist geträumt wird. Aber der Witz ist, du bist ein träumender Geist, der sich noch nicht raussucht, was er träumt,
Ich bestimme, was der Udo in deinem Traum dir erzählt. Das bestimmst nicht du als träumender Geist und das bestimmt auch nicht dein massiver Intellekt, weil ich dich ja über dieses intellektuelle Gefängnis, über diese extrem einseitig werdende Logik hinausführen will in einen wesentlich höheren Bereich. So, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Wir beginnen, du mal nicht so laut blasen hier mit einem Dampfer, das ist ja so ein lautes Geräusch jedes Mal auf der Aufnahme. Wir fangen jetzt ganz einfach mal an hier mit Dark, mit dem siebten Teil. Das heißt also hier, diese Sigmundus Creatus Est, so wurde die Welt erschaffen. Das sind schon die erweckten logischen Affen. Die erweckten logischen Affen. Das heißt, das blaue Ich. Die Welt selber, ich mache immer dieses LED als Brandopfer. Es gibt natürlich da noch andere Möglichkeiten, auch das hinzuschreiben. Da denkt man normalerweise gar nicht dran. Wenn ich jetzt dieses Welt, wir haben ja, Welt mache ich ja immer nur ELD, beziehungsweise Waff-ELD, das Waff lassen wir weg. Dann haben wir unser Brandopfer, unseren polaren Rand, das ist die Welt der Gedankenwellen. Wie wäre es normal, wenn wir das so machen? Ja. Rot geschrieben, das Schöpferlicht sein und immer daran denken, die 9, das ist hier, das gefällt mir nicht so, ich würde das austauschen jetzt mittlerweile, dass ich da sage, das rote Tät ist der Spiegel selber, der Rai. Okay? Mhm. Das blaue Tät sind die Spiegelungen, die blaue 9 und das ist der Spiegel im Zentrum. Dann haben wir das Schöpferlicht, das ist praktisch der Rai, der Schöpferkopf, der Spiegel selber. Jetzt sagt dir das im ersten Moment natürlich nicht recht viel, wenn ich jetzt auch die Altstimme, aber du hast schon das Nichts mit seinen Spiegelungen. Mhm. Okay? Das Schöpferlich, eine neu auftauchte Spiegelung, etwas gespiegelt aufgetaucht ist. Das heißt Gott und seine gespiegelte Stimme, die Altstimme. Das ist jetzt hochinteressant. Altus hast du auf Lateinisch hoch und das ist UB. Mhm. Vox Alter heißt eigentlich UPs Stimme. Das ist die Welt. Mhm. Kannst du ungefähr folgen? Ja. Okay. Also gut, das ist jetzt ein Auszug und immer dran denken, alles, was du dir jetzt denkst, das greift ja auf die Tabula Smaragdina zurück. Jetzt können wir uns wieder Gedanken machen, inwieweit hier diese Drehbuchautoren, die wir uns jetzt ausdenken, sich wirklich mit dem Ganzen beschäftigt haben. Ob die wirklich sich die Mühe gemacht haben, auch jeden Vor- und Nachnamen ihrer Protagonisten in ihren Drehbüchern, die sie geschrieben haben, was wir uns jetzt natürlich ausdenken. Merkst du, es wird immer alles auf dich zurückgeschmissen. Das wird hier alles eingeflechtet. Das ist unheimlich komplex. Das gilt übrigens für alles, selbst für meine berühmte Magie-Tütensuppe. Und da kommen wir hier auf dieses eigenartige Zeichen. Das schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Diese Triquetta, diese drei, ist ein mystisches Zeichen in vielen Versionen. Um das einmal klar zu machen, wenn wir hier die Eckpunkte verbinden, kriegen wir Dreiecke gleichschenkliches, gleichseitiges. Okay? Gleichzeitig. Mhm. Und wir machen jetzt eigentlich hier, schauen wir mal jetzt uns von den oberen Punkt nach rechts unten eine Linie denken. Dann wirst du feststellen, dass wenn wir vom Mittelpunkt aus einen Kreis ziehen, siehst du das? Mhm. Dass man das einfach mal genau anschaut. Dann machen wir von der Seite in der Mitte und ziehen Radius einen Kreis und von der Seite in der Mitte einen Kreis. Es mhm. gibt diese eigenartige Triquetta. Mhm. Was jetzt interessant ist, wenn wir jetzt das uns nochmal als Dreieck denken und machen nochmal ein versetztes Dreieck drüber, können wir dasselbe Spiel ja nochmal gespiegelt machen. Das ist ja unser klassisches Zeichen von dem Davidstern. Mhm. Ja. Wo ein Dreieck die Spitze nach oben zeigt mhm. und das andere nach unten zeigt. Das nennen wir Himmel und Erde. Mhm. Gut? Ja. Was jetzt interessant ist, ist natürlich, weil wir mit Arbeiten Namen, mit Namen arbeiten. Schau dir mal das Triquetta auf. Wie würdest du jetzt das auffächern, wenn wir separisieren? So schnell bin ich noch nicht. Tri ist ganz einfach. Die müsste ich eigentlich anlachen. Die R ist die Reihe. Mhm. Die R ist die Reihe, können wir natürlich auch mit 9 schreiben. Und das I heißt mein, das heißt meine Reihe. Mhm. Das ist jetzt hochinteressant, dass wenn man es mit einem harten G schreibt, ist es Kaldäisch 2. 3 ist meine Reihe, weil DR alleine Reihe heißt. Mhm. Da hast du jetzt erst einmal die Reihe, immer unser RAI, der Kopf des Schöpfergottes.
ist die Quintessenz. Ja. Dann ist es auch die Turteltaube. Das ist diese Dur, Dur, da haben wir jetzt, das ist das hebräische Wort, Dur ist Reihe, Tewaf R bloß. Diese Reihe ist TL, das hat, wird zu einem gespiegelten Joch, zu einer AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Ja. Und das hast du jetzt auskundschaften, bereisen, erforschen, ergründen, erkunden, herumgehen, untersuchen. Ich kann jetzt das zum Beispiel auch lesen, hier mein Auskundschaften, mein Erforschen in dieser Reihe. Diese Reihenfolge, immer dran an unseren Spiegeldunkel denken. Und jetzt ist die Turteltaube, Taube kehrt immer wieder heim. Jetzt der Witz, diese Turteltaube, diese Liebestaube, das ist die Taube, die man losfliegen lässt und die immer wieder zurückkehrt. Macht der Noah zum Beispiel hier, wo er dann, das heißt, Taube ist auch immer wieder verschiedene Sachen, die mir mehr oder weniger auskundschaften. Das heißt, ich lasse was losfliegen und ich lasse es wieder zurückkommen. Gut? Ja. Und jetzt pass auf, schau mal darüber. Totalwert 600 ist das Endman. Mhm. Atmaschwert 4 heißt Öffnung. Mhm. Pyramidenwert ist 1000, das ist das 11. Unendlich für die Möglichkeiten. Ja. Was jetzt natürlich noch interessanter ist, dass wir ins Englische reingehen. Die Turteltaube, Taube ist doch auch das Christuszeichen. Mhm. Schau mal. Englisch Turtle. Ja. Schildkröte. Ist die Schildkröte. Und das ist das geöffnet, das habe ich jetzt hier, geschlossene Ecke. Das ist diese, dies unser Tetraederspiegel, unser D-Dreieck. Wenn das zusammenfällt in einem Punkt, dann ist es ja nichts. Das ist das Deckel und dann haben wir außen haben wir das Tier. Ja. Ich habe jetzt nur eine Kleinigkeit hier, wir sind bei unserem Tri. Jetzt können wir das natürlich mit der neuen auch noch machen. Ändert sich aber nicht recht viel. Da kriegst du jetzt, das wird das Ganze frisch. Das ist aber auch TRI, hast auch meine Reihe, weil nämlich die R alleine auch Reihe heißt. Mhm. Die Reihe, die Lage, die Ordnung, die Schicht, jetzt kriegst du die Schichten. Siehst du, das ist die Mittel, wenn wir statt der Erscheinung eine Spiegelung machen, eine gespiegelte Berechnung praktisch hier unten, mhm. Spiegelung, eine mhm. gespiegelte Berechnung. Dann kriegst du diese Schichten und die Ordnung. R, generierte Berechnung, R heißt erweckt. Mhm. Gut. Es tut mir immer richtig weh, weil ich immer bloß Kleinigkeiten ansprechen kann. Das ist Tri. Und jetzt haben wir Que. Das Que im Lateinischen habe ich ja sehr oft angesprochen. Das lateinische Que. Wir wollen es aber hebraisieren. Das ist dieses Vorher-Nachher, das Vorher und Nachher zusammengehört. Mhm. Schreib es ganz nochmal mit rein. Dem folgenden Wort angehängt die zur Anreihung an das Vorhergehende. Ich könnte jetzt sagen, hell und dunkel einatmen und ausatmen. Was ja. wir zeitlich denken, das ist schon ein zeitliches Denken, ist eigentlich eine Gedankenwelle, wo alles gleichzeitig da ist. Mhm. Wir wollen das aber hebraisieren und jetzt pass auf, dann sieht es so aus, dass affin aufgespannt, das ist ja Q. Das ist jetzt ganz entscheidend, du wirst jetzt merken, da kommen wir zu unserem Pi. Das ist nämlich das hebräische Wort für eine Linie, eine Messschnur, ein Strich. SDR, ich ist ein geheimnisvolles Ich oder ein widerlegtes Ich. SDR heißt ja zum einen geheimnisvoll, versteckt. Versteckt, ja. Geheimnisvoll, das heißt aber auch widerlegt. Ist nicht das Licht in unserem Tetraederspiegel etwas, was geheimnisvoll ist, das sich selber versteckt in dem Moment, wo du dir die vier Seiten, den Ruch, die vier Weltgegenden um dich herum ausdenkst in dem Tetraederspiegel? Ja, ja, ja. Da wird jetzt hinten schon darauf hingewiesen, das heißt, erst einmal seine Affinität, wenn wir es so lesen, mhm. ist übrigens 106 als Wert affin aufgespannt. Das ist das hebräische Wort für eine Messschnur, da haben wir jetzt schon das Flackern. Berechnetes mhm. Ich, das blaue Ich, ist ein raumzeitlicher Trick, Strick. Ja. Seillinie. In mhm. der Regel ist dasselbe mit He gelesen, heißt dann auch Faden in einem materialistischen Spinngewebe. Das ist übrigens mit, wenn wir hier He hinten dranhängen, was du feststellen, das ist im Prinzip dasselbe. Harren, hoffen, sammeln von Wassern, das Zusammensammeln wieder von Wassern. Harren, hoffen.
Okay? Und wir brauchen jetzt hier zuerst nochmal unseren Messstrick und jetzt pass auf, was jetzt passiert, wenn wir das zusammen machen. Coffee, ein fadenmaterialistischen Spinngewebe. Dieses Coffee hat den Wert 111. Ja. Das ist derselbe Wert wie Aleph Elef. Deshalb ja. bedeutet es, H ist offen. Immer dran denken, das Kreisen von 2FF geben eine Existenz. Rot gelesen. Und ausharren. HR, die wahrgenommene Berechnung, ist der Berg, den du aufschmeißt. Und da brauchen wir ein Re-N, ein zurückkehrendes Re-N, dass das wieder zusammenfällt. Sammlung von bewegten Gewässern. Das passiert in der 111, in der Trinität. These, Antithese, Synthese. Und die rote Vieh ist dann schon einmal denkbar. Das ist übrigens in Genesis 1,9 ist Schöpfer und Spiegelung. Und jetzt, das ist ein Auszug aus der Holoarithmetik 1. 3 mal 111 durch 106 ergibt, schau mal, welch ein Wunder. Pi. Pi. Das bedeutet geistreich verdeutscht, diese Tor, jetzt die Reihenspiegel, in der Sammlung erzeugt Durchmesser, ist ein Messtrick. Diese generierte Kollektion ist immer Gestalt geworden, ist Sein, ein raumzeitlicher Trick. Wir erschaffen Raumzeit, indem wir in einen Spiegeltunnel reinschauen, obwohl sich das alles im mittleren Licht befindet. Ja, genau. Ob wir jetzt einen Reihenspiegel aufbauen oder unseren Spiegel Tetraeder. Die Spiegel, die du dir um dich herum ausdenkst, die sich ja in diesen Tetraeder innen verspiegelten, ausgedachten vier Seiten spiegeln, befinden sich alle im Kopf von dem Licht, von dem Geist des Funken in der Mitte. Ja. Gut, da springe ich jetzt ganz rein, was wir gerade gelesen haben. Im Zentrum, diese neue, im Zentrum der absoluten Mittelpunktperspektive befinden sich alle aus mir herausgedacht gezeichneten peripheren Mittelpunkte. Das haben wir ja so oft gehabt in unserem Tetraeder, wenn du es unten anschaust. Das ist das Licht in der Mitte und dann machen wir vier Spiegel drumherum. Ich mache das ja immer gerne in David dann flächig, dann kann man es sich besser vorstellen. Ja, ja, genau. Okay, und das heißt also, dass denk wieder, wenn wir hier das Dreieckspiegel machen, wir stellen eine Katze rein, steht jedes, wenn man dann da in den Spiegel reinschaut, steht immer die Katze oder der Würfel in einer Zeichnung, wo wir gehabt haben, steht immer jeder Würfel, der hier über die Peripherie ringsherum ist. Die existieren ja nicht, wenn du der Mittelste bist und um dich herum diese drei Spiegelkanten stehen. Steht immer in einem Dreieck. Genauso gilt es, wenn du dir das jetzt dreidimensional denkst, wenn wir das in einem Tetraeder machen und du wärst in der Mitte von einem Tetraeder und du wärst jetzt nur Geist und du würdest um dich rumschauen und du selber würdest wie ein Licht sein, dann wirst du um dich herum lauter Lichter sehen, das ist nämlich Geistesform. Die sind aber alle in dir drin, weil das Ausgedachte sich immer nur im Zentrum befinden kann. Das heißt, im Hauptmittelpunkt, das ist E-Quadrat, J-C-H-I-C-H-Licht, befinden sich unendlich viele peripher herausgespiegelte Träumerkopfzentren. Das, was ich immer Kisten nenne. Wenn ich du bin und ich habe jetzt deinen Intellekt, dann sitze ich jetzt vor dem Computer, den du siehst. Wenn ich der Holger zu sein glaube, dann sehe ich jetzt den Computer mit dem Hintergrund, den der Holger sieht. Namen sind jetzt komplett austauschbar. Aber sehen tut nur der eine Geist, der vom Bücherregal steht. Aber was er sieht, bestimmt, in welches Buch, in welches, mit welchem Programm er Bilder aufwirft. Verstanden, Holger? Ja, bin dabei. Meine träumenden Geistesfunk sind solche kleine Träumerkopfzentren. Und die wiederum, schau, wie geöffnet, berechnet, aufgespannte Gestaltwertung um sie herum. Wie der um. Geöffnet, berechnet, hast Generation, wie um sie herum. Sind wie aufblühende Blumen, jede einzelne Geistesfunke. Zell, Geburt von Licht, hast Schatten. Die Sonne, die du dir ausdenkst, ist ein Schatten auf der Leinwand wie in einem Kino, wenn du eine Sonne siehst. Wenn du in einem Kino einen Film anschaust, ich habe das so oft gesagt, muss dir klar sein, du bist der Geist, der sich das ausdenkt, du bist das geistige Licht, dann hast du deine Projektionsmaske, dein Display und Wahrnehmungsfilter und die Sonne, die du jetzt siehst, da vorne auf der Leinwand ist keine Lichtquelle, die beleuchtet nicht die Landschaft, die du auf der Leinwand siehst. Setze für Leinwand deine VR-Brille. Okay? Diese aufblühende Blumen,
Das heißt im Licht Lumen. Mhm. Jeder einzelne Geistesfunke hat eine tenetisch angelegte Innentraumperspektive. Das heißt eine eigene Traumwelt. Warum habe ich immer die Striche noch mit dazu gemacht? Das habe ich jetzt absichtlich violett eingeräumt, weil das erfordert ein rotes Ich und ein blaues Ich. Mhm. Das rote Ich ist der träumende Geist und das blaue Ich, der Mensch, ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, wo diesen Traum erzeugt. Erleben. Tut es aber nicht dieser, was wir jetzt träumender Geist nennen, sondern dieser Geistesfunken, das heißt JCH erlebt es, ein Buch, so wie wenn du vor einem Bücherregal stehst, erlebst du erst was, wenn du ein Buch in die Hand nimmst und zum Lesen anfängst. Meine Geistesfunken sind wie verschiedene Blumen. Jede dieser Blumen wird durch spezielle Gene aufgebaut. Ich habe jetzt dieses B-Out in Zeichen, Schöpfung von aufgespannten Erscheinungen, das sind Zeichen, das hebräische Wort Out. Gene sind von Geistesfunken selbst ausgedachte Gehirnexistenzen. G steht für Wahrnehmungen. Gehirnexistenz wird wahrgenommen, können wir jetzt lesen. Jetzt dieses Gehirn ist einfach nur diese persönlichen Gehirnwahrnehmungen eines göttlichen Geistesfunken wiederum werden von dessen Denken, DN heißt geöffnete Existenz, hebräisiert Urteilen und Ken ist ja unser berühmtes Fundament, die Basis, F unter, eine Welle, die Facette einer Welle. Und darum will ich jetzt ganz kurz, dass wir das wirklich einmal mit dem Fundament checken, dass wir ganz kurz hier mal nochmal reingehen. Die Grundradix ist Mens. Das ist Denken. Die Sinnesart. Jetzt wird aus diesem Denken, gibt es eine SD-Lautwandlung, nennt man das in der Linguistik, und dann kriegen wir das Ment. Und da ist jetzt erst einmal das Mentio wichtig. Das ist die Erwähnung, die Erinnerung, erwacht im Inneren. Mhm. Erinner, UNG, aufgespannte Existenz des Gehirns oder des Geistes. Das ist eine Erinnerung, ein Antrag, ein Vorschlag. Und jetzt kommen wir hier, das ist vom Memini, das müssen wir jetzt fast kurz eintragen. Jetzt pass auf, was jetzt passiert. Das ist die Erwähnung, die Erinnerung. Und das ist Memini, das schauen wir uns jetzt mal hebräisiert aus und wir wissen, Mem wird ja Mim geschrieben, das ist erst einmal unser Wasser. Ja. Yeah. Übrigens der 13. Buchstabe. 13 rot gelesen ist Liebe, ist 1. Weil Wellenberg und Wellendahl, das ist das eine rote Wasser. Vom Meer sichtbares Wasser. Mhm. Das ist je nachdem, wie man das schreibt, da bin ich oft drauf eingegangen. Das ist ja M als Dualendung, heißt dann auch 2M. MM, das haben wir in unserem MIM. Mhm. Das kann man sich anlesen und dann kommen wir jetzt langsam zu unserem Wassermolekül. Zwei Wahrnehmungen, Wellenberg und Wellenkreis, fangen an zu kreisen. Das heißt H2O. Wobei unser Hydrogenium, da steht eigentlich Udo R, Udor, wenn wir das auf Griechisch schreiben, das Hydro. Da steht Udo R, der Kopf des Udo, der das Erdgut in sich trägt. Extra so angelegt. Und dann haben wir noch das Ini. Und das ist jetzt interessant. Er verhindert, er vereilt, er verweigert sich, zurückzukehren. Wenn du in der Welt in deinem Traum bist, wirst du nicht wach werden. Wir sind hier bei Mentio, die Erinnerungen, die Erwähnungen. Du willst es nicht akzeptieren, dass das, was du jetzt denkst, niemals in der Vergangenheit war, sondern dass es jetzt ist. Ist schon verrückt, ne? Ja. Man hält an seinem Wissen fest, das so fehlerhaft ist und urteilt über alles und jeden. Ja. Das steckt da schon drinnen, mhm, die Grundlage. Und das führt uns jetzt zu Mentior, Fundament. Und da wird es jetzt ganz interessant. Das heißt nämlich hier sich etwas erdenken, etwas Erdichtetes vorbringen. Farben, sich gegen die Wahrheit versündigen. Lügen und sich täuschen. Darum sage ich immer wieder, Fundament F unter ist eine Facette. Eine Facette wird zu einer Welle unter im Lateinischen, ja, und die tust du dir überlegen.
Du überlegst dir etwas, schon das Wort überlegen macht sich keiner Gedanken, wieso heißt es eigentlich überlegen, wenn ich mir was vorstelle und was mir ausdenke. Weil ich immer bin und ich immer seinde, letztendlich meine Gedanken werden bloß über mich drüber lege. Jetzt kriege ich die Transversale zwischen oben und unten, die ich immer beschreibe. Mhm. Ja. Ich lebe das von dem Mittelpunkt. Es kann natürlich den Mittelpunkt nicht verlassen. Schau auf das kleine Bild unten. Ja. Ich überlege mir was, ich rechne was hoch. Und wenn ich mich erinnere, dann gehe ich nach unten in mich hinein. Wenn das Vergangenheit-Zukunftsachse ist, hat es nichts mehr mit einer longitudinalen raumzeitlichen Gedankenwelt zu tun. Und dann ist es natürlich zum Lügner werden, fingieren, faseln, lügen, erdichten und so weiter und so weiter, ersinnen. Das erweckte Sinus ist innen. Die erweckte Raumzeit ist innen, das Ersinnen. So beugt sich das auf. Fälschlich und irrtümlich annehmen. Zum Beispiel, dass du glaubst, du bist der sterbliche Säugetier, dass du glaubst, du bist jetzt der Affe, der vom Computer sitzt, der sich jetzt das Video anschaut. Nein, du bist der, der sich das alles ausdenkt. Du denkst dich selbst aus, als Affe, du denkst dir den Computer aus, du denkst dir an Holger aus, an Udo aus. Was du siehst, ist das, was du jetzt in diesem Moment moment denkst, und von Moment zu Moment ändert sich deine Information. Das ist hundertprozentig sicher. Das muss ja nochmal gesagt werden, und wir wollen ja, dass wir weiterkommen. Unsere Ausgangsbasis war das Quä. Ja. Ja. Jetzt haben wir das QE einzeln genommen, wenn du dich erinnerst. Wir waren bei unserem Kopf E, das heißt affin aufgespannt. Aber was wird jetzt affin aufgespannt? Was du dich jetzt ausgleiten, säumen, das heißt jetzt hier zum Beispiel dieser Strich, ich könnte zur Linie das geheimnisvolle Ich kann man lesen, weil SDR ist ja das Geheimnis. Ja. Immer dran denken, Rot-Blau ist immer gleichzeitig da, 16 Perspektiven denken, das ist das Geheimnis, der Geist ist Hayom. Das ist, will ich jetzt nicht, sonst ufere ich wieder zu arg aus. Ja. Das ist die He-Im, El Heim, El Hayom, ist das Licht des roten Ich. Und das wird wie buchstabiert. Das ist die Heimlichkeit. Das Ganze passiert jetzt, das wird versteckt. Und dann kommt, wenn das, was sich in die Ecken, um dich herum ausgedachten Ecken befindet, in diesen Eckspiegelungen, das steht jetzt im Widerspruch zu dir selbst. Du musst den Widerspruch verstehen und ehen. Ja. Du machst es auch verborgen sein, weil du immer im absolut innersten Mittelpunkt dich befindest. Du kannst den gar nicht verlassen. Habe ich so oft gesagt, selbst jetzt, wenn du jetzt dich denkst und du denkst dich Geist jetzt in einen blauen Kopf rein, in einen ausgedachten Kopf rein, aus diesem jetzt peripher ausgedachten Kopf befindest du dich auch immer in der Mitte. Ob jetzt deine Küche um dich rum ist, ob München um dich rum ist, ob Berlin um dich rum ist, es spielt keine Rolle. Du hast ein vor dir, ein hinter dir, ein über dir, ein unter dir, siehst immer bloß in eine dieser Richtungen, wenn du ein Bild anschaust, wenn du dir was ausdenkst. Und das andere kannst du im selben Moment auch, wie auf einem zweiten Monitor, dir dann denken, du kannst dir vorstellen, was hinter dir jetzt ist. Aber es bleibt auch eine ausgedachte Vorstellung. Gut. Und jetzt haben wir hier noch und zum Abschluss unser Edda. Schauen wir, und da steckt eigentlich alles schon drin, wenn wir das folgendermaßen schreiben. Wir haben eine augenblickliche Erscheinung und die wird wahrgenommen. Und wann wird die wahrgenommen? Jetzt. Das ist nämlich das hebräische Wort für jetzt. Darum sage ich immer wieder 200 Gramm rote Kein Edda. KN ist das Fundament, von dem wir gerade gesprochen haben, die Basis. Ja. Dieses Fundament, da steckt es drin. Alles Sein denn, rot geschrieben ist es die göttliche Quintessenz. Ja, die Grundlage, das ist wie das reine Sein, die Basis ist Gott. Das führt uns dann hier zur wirklichen Energie. Das Wort Energie, rot geschrieben, heißt Energie, heißt inneres Wirken. Das heißt, wir sind die Basis, ich, UB, bestehe aus unendlich vielen Geistesfunken. Alle Geistesfunken sind ich, der vom Bücherregal ist, die ganzen roten Ichs, die roten Ichs entstehen erst, wenn du dich reduzierst und anfängst, dein eigenes Leben zu leben. Mhm. Ja. Okay? Mhm. Und da haben wir jetzt eben das Fundament, das haben wir gerade gesagt, unter die Welle, lateinisch mendio, etwas sich ausdenken, überlegen, lügen, verbreiten, die Unwahrheit sorgen. Bitte nicht Unwahrheit jetzt unbedingt negativ lesen. Eine aufgespannte Existenz ist immer eine Wahrnehmungseinheit.
Wenn das ein verbundenes Sein ist, ist nichts mehr da, weil wir einen Unterschied brauchen. Was ist eine Welle, wenn Wellen, Berg und Wellen dort zusammenfahren? Das ist ein gutes Meer. Du all. Das ist nichts. Und die Öffnung von was aufgespannt, du, macht dann zwei draus. Plus eins und minus eins. Das ist unsere 181. Darum ist die 8 auch in der Musik zum Beispiel, die Oktave ist immer die Zusammenfassung der 7 vorhergehenden. Ja. Gut? Ja. Siehst du, jetzt haben wir hier nur etwas dieses eine Wort angeschaut. Glaub mir, ein 400-Seiten-Buch mache ich dir draus. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem, jetzt schauen wir uns das Filmchen, jetzt schauen wir uns da mal ein bisschen rein in den Netflix. Wir beginnen hier im 7. Dal. Rot geschriebenes Sein platzt jetzt auf. Was ist Realität? Das ist doch mal eine Kiste. Ja. Meine berühmte Kiste. Genau. Gibt es davon nur eine einzige? Gibt es nur eine einzige Realität? Was ist Realität? Großes Problem, kann man doch nachschauen. Es ist mit Sicherheit nicht das, was du bisher gedacht hast. Na, wo bin ich? Das. Da haben wir übrigens die dorthin schon stecken. Ja. Wir bleiben ganz kurz. Die Wirklichkeit, die Realität ist nicht einmal das wirkende Licht. Das heißt jetzt, wir sind alles, Koll, wir sind alles. Alles ist ein allereinziges Ich. Und der Rest ist Ka'ai, das heißt wie buchstabiert, auf Hebräisch. Das wirkende Licht. Die wirkliche Gag-Ebenheit. Gag ist eben. Ich kann auch Ex-Ben lesen. Eben übrigens, Elef Bet Nun gelesen heißt Stein. Das hebräische Wort für Stein. SG1 heißt raumzeitliche Erscheinung, raumzeitliche Spiegelung ein. Entschuldigung. Bist du noch dran? Ja, ja, ich habe nur geschnaubt eben. Ich okay, DIN ist das Gesetz. Und jetzt immer wieder dieses Ding, darum sind die Kleinigkeiten, man muss das einfach irgendwann nochmal, checkt man das. Das hebräische Wort DIN ist das Recht, der Rechtsfall, das Gericht, das Gesetz, der Rechtsspruch. Religion, Religionslehrer. Und jetzt gehen wir mal hin, dran setzen, kriegen wir das Ding, Thing, Ding und Sache ist germanische Rechtsprechung. Yeah. Lass uns da weitermachen. Nicht so arg ausufern. Genau. Oder existieren mehrere Realitäten nebeneinander? Die sind jetzt zwar, die erscheinen vor dir nebeneinander, diese drei flachen Kisten, diese Illusion einer Kiste, weil das eine zweidimensionale Darstellung ist von einer dreidimensionalen Vorstellung, aber genau genommen befinden die sich jetzt alle an demselben Punkt, nämlich im Zentrum deines roten Kopf, deines blauen Kopfes. Mhm. Es ist ja ausgedacht. Diese drei Kisten, die sich auf dem Monitor befinden, jetzt absolut präzise, hundertprozentig sicher, dass nur unterschiedlich brennende Lämpchen sind, Helligkeiten, Unterschiede, Farbunterschiede von Lämpchen, von Triplets, sind jetzt deine Information. Erwin Schrödinger hat für diese Frage ein überaus interessantes Gedankenexperiment konstruiert. Wichtig, es ist ein Gedankenexperiment. So, wir haben zuerst einmal den Schrödinger. Der Er-Ich, ein erwecktes Ich. Ich bitte dich, begreife irgendwann, Nomen ist Omen, dass es keinen Zufall in deiner Welt gibt. Ich habe alles vorhergesehen. Jeder Wissenschaftler, egal welchen Namen du hast, jeder Philosoph hat in seinen Namen schon drin, was er macht. Das kannst du sogar nach Adam Ries berechnen. Und dieser Er-Ich, da er erweckt heißt und ich ist ich, ist es ein erwecktes Ich. Und dieses erweckte Ich wird zuerst einmal zu einem Shin-Er von Schrödinger. Das ist eine Autor, ein Autor, eine Autorität, der tut etwas mit seiner Persona, er projiziert irgendwelche Gedankenexperimente aus sich heraus. Jetzt sind natürlich viele Sachen, wenn ich den Nabel NBL, wenn ich jetzt mache, ist es eigentlich ein Schuft, ein Schurke, der auch vergänglich ist. Das ist nämlich Nabel, ist dasselbe wie Nebel, NBL. Ein Bösewicht, er wird wieder gefeiert, aber in einem gewissen Maß ist er extrem, extrem schuld dran,
an diesem hochgradig schizophrenen materialistischen Denken. Schizophrenie heißt übrigens hier auseinandergeschmissen. Wir gehen hier zu unserem Scholl ganz kurz. Das ist zuerst einmal, was hier die wichtigen Sachen sind. Es ist der Fürst. Und dasselbe hast auch ein Minister. Wir haben hier wieder unseren INI. Kannst du dich erinnern an den INI? Ein Mini-SDR. Mhm. Was war das INI? Der will nicht loslassen. Er sträubt sich, er weigert sich eigentlich zu akzeptieren, dass er ein Gotteskind ist. Mhm. Jetzt könnte ich den ganzen Namen Schrödinger durchmachen und immer daran denken, jede Radix fächert sich, sie verzweigt sich wie diese ganzen Generationen in dem Film Dark. Mhm. Ich will es nur angesprochen haben. Ja. Schrödingers Katze. Eine Katze wird in eine Stahlkammer gesperrt, mit ihr eine winzige... Stahl ist auf Lateinisch Adamas. Das lateinische Wort für Stahl ist Adamas. Da steckt der Adam schon mit drin. Und das sind zwei Zustände. Das ist Leben und Nichtleben. Das Nichtlebende, Immerseiende. Leben ist ständige Gestaltveränderung. Ist der männliche Teil in Adam und der weibliche Teil ist die Traumwelt. Das heißt, ich könnte jetzt in einem gewissen Maß diese zwei Zustände der Katze, und jetzt haben wir natürlich zwei Sachen, jetzt lass dich mal überraschen, was mit der Katze passiert. Ich mache eine Katze immer normalerweise mit einem Kopf. Eine affin aufgespannte Geburt, die du wahrnimmst. Das ist das Äußerste, das ist eine Ecke und das ist der Endpunkt. Der Rand. R-A-N-D. Im Kopf, roten Kopf, ist die Schöpfung an existierenden Öffnungen und AND heißt, ich werde auf- und abschwingen hebraisiert. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Verborgener Wert 101. Jetzt ist es ja so, dass diese Katze, wir haben aber auch das Wort Katze, das heißt ja nicht Katze, sondern ausgesprochen Katze, das ist nur die Hebraisierung Kopf ZH. Spricht man jetzt Katze aus. Somit beißt sich die Katze. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Wort, zu dem hebräischen Wort für Katze. Schau mal, wie sich das schreibt. Dasselbe Wort für Katze ist auch eine Schiene, eine Binde. In mir ist eine existierende Öffnung, die ich wahrnehme, ND, He, okay. Mhm. Und das heißt auch Windel. Das heißt der Wind, der Ruach, die vier Weltgegenden Gottes. Das setzt sich zusammen aus zwei elementaren Radixen. Das ist Chedi, das heißt in Schrecken versetzt werden. Und in dem Moment, wo du Geist, du Licht, du Geistesfunk in Shin-Ar-Ecken, Shin-Ar-Schrödinger, in logisch berechnete Ecken von dem Fürsten, von dem Minister, der in dir drin ist, der sich sträubt, hier zu begreifen, was er selbst ist, kriegst du ein aufgespanntes Licht. Ja. Man kann jetzt hier das Waffe immer rausschmeißen. Schau, wir schauen uns das ganz kurz auf. Dieses kollektive Licht, rot gelesen. Kollektives Licht wird zu kollektivem Licht ausgedachterweise. Das sind verschiedene Denkmodelle. Das sind wie verschiedene Programme. Und diese Programme werden jetzt, Entschuldigung. Das wollte ich haben. Das Immerseiende, das kollektive Immerseiende, das Daseiende wird zu einer kollektiven Erscheinung. Dazu musst du aber in Schrecken versetzt wird. Das heißt jetzt in Schrecken zerbrochen, ZR, die Geburt an der Berechnung, hast zu Form werden. Und dann entsteht BR das Äußere. Bist dabei? Ja. Zwangsläufig ist es nötig, dass du verzweifelt wirst. Du wirst verwirrt, entmutigt, kann man positiv und negativ lesen. Magst du das? Ja, genau. Und das führt dich erschrocken in den Rock. Rock ist der Fels, dieses hebräische Wort ZR. ZR. Und ein Rock ist, auf Deutsch heißt es ein Karleid. Jetzt kommst du in die Welt des Leides. Schreck erfüllt. Und dann machen wir uns unser L hinten dran. Und darum heißt das nämlich in Windeln legen. Du wirst jetzt Windruach in Windellen. Du wirst jetzt eingehüllt von diesen ganzen Spiegelfacetten um dich herum. Etwas umwiegeln in Windeln legen. Das ist übrigens die Grundradix, ist dann TL, aber müssen wir gar nicht so weit reingehen. Das ist unsere Katze. Ich mache das gleich, was gleich merken, wie sich das ganz gigantisch verbindet.
Katze, darum habe ich hier Katze, hebraisiert halt Endpunkt und Shedi heißt in Schrecken versetzt werden. Das heißt, du hast einen Endpunkt in der Mitte und um dich herum sind diese logisch berechneten Ecken von dem Schrödinger. Und das erzeugt, jede dieser Ecken sind verschiedene Welten. Das stuft sich natürlich dann sehr, sehr präzise. Und jetzt machen wir gleich den Sprung zum Moden, weil das geht hier ja um den Moden, den wir besprochen haben. Das ist in Tat ganz, ganz wichtig. Das ist hier in unser, das nennt sich dieser Knoten. Was ist da im Zentrum? Jetzt ist ja das nur einer, wir müssen den ja nochmal spiegeln nach oben. In diesem Moden, wir schauen uns das Wort Moden an. Schau, das ist das hebräische Wort für Moden. Es gibt noch einige andere Wörter. Dasselbe Wort hast du auch die Vision. Ja. Da müssen wir natürlich uns jetzt erst einmal klar machen, dass es eine Divination gibt. Wenn man vor Divinationen, die divinatorischen Systeme nenne ich das, zum Beispiel Astrologie, I Ching und so weiter und so weiter, ist also Exegese, Hermeneutik, die Worte müssen wir jetzt hier alle genauer betrachten. Divination sind zuerst einmal, Nationen sind geboten und es sind geteilte geboten. Aber Divinum heißt das Göttliche. Das heißt, wenn das eine Licht sich in viele Geistesfunken teilt, das ist göttlich. Darum spreche ich immer auch, du bist ein Indivisionalbewusstsein. Da machen wir jetzt noch eine Vision statt einer Nation daraus. Ja. Die DI, die Öffnungen deines Intellektes, erzeugen Visionen in dir. Aber das Individuum heißt das Unteilbare. Kann etwas geteilt werden, ohne dass es sich teilt? Was passiert, wenn du zum Träumen anfängst? Teilt sich die 200 Gramm rote Knete, wenn die ständig ihre Form austauscht? Nein. Das, was du siehst, ist eine ständige Veränderung deiner Kontur. Jetzt achte mal auf das Wort Kon. Wir haben wieder vorne unsere KN, unser Fundament, die Lügen, die wir um uns herum verbreiten und das Ganze machen wir in Turin an der Reiche, in einer Spiegelwahrnehmung. Das heißt, diese ständig wechselnde Konturen dort, das aber nur Spiegelungen sind in einer imaginär um uns herum peripher ausgedachten Traumwelt. BR, Brandopfer, Welt, polarer Rand, ändert sich das von Augenblick zu Augenblick, ohne dass sich an der 200 Gramm rote Knete, das heißt an der Geist, an der Energie selber was verändert. Jetzt kann ich nochmal sagen, Einstein-Formel. E-Quadrat, das heißt Energie von JCH, ICH, wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt, ohne dass sich an der Energie selber was verändert. Sie kann nämlich weder vermehrt werden, sie ist mehr, sie ist Elhayom und sie kann nicht vernichtet werden, weil El selber All ist nichts. Ja, sehr gut. Ja. Creatio ex nihilo. Gut, und wir müssen uns den Moden aber nochmal genauer anschauen. Jetzt pass auf, was da steht, das bin ich. Wieso bin das ich? Schau mal. Das beginnt mit A, G, D. Agat. Wir schauen uns das einmal an. A steht für den Schöpfer. Ja. Und der Schöpfer ist Geist. Und der Geist ist normal geschlossen. Hört ihr was auf? Das ist jetzt der Bund zusammenbinden, zusammengebunden. Der Schöpfergeist ist geschlossen. Ja. Aber dieser Schöpfergeist ist Gott. Und wer ist Gott? Der Jupiter, ne? Selbstverständlich. Ah, ja, stimmt sogar. Mal ausnahmsweise. Okay. Und der ist die Quintessenz. Wir können natürlich jetzt hier das auch spielen, wenn du das jetzt magst, wenn wir den Schöpfer wegmachen, dieses Gatter einzeln lesen. Und ich weise immer wieder darauf hin. Gatt ist der Jupiter. Halt. Und jetzt kriegst du den Rand. Immer dran denken. Wir haben den Schöpfer und dann haben wir den Rand. Ja. Gott. Ja. Dieser Rand wiederum, jetzt haben wir immer, ich stehe mit einem Bein im Meer, die Apokalypse mit dem anderen Bein auf dem Land. Land, Rand, Sand. Sand, das hebräische Wort Kol, heißt das Weltliche. Das ist ein berechnetes Auf- und Abschwingen, ein raumzeitliches Auf- und Abschwingen, das ist der Sand. Dann haben wir die Wand, ein doppelt aufgespanntes Auf- und Abschwingen und den Rand. Rand, Sand, Land, La, ND, auseinandergeschmissen existierende Öffnung. Steckt hier genau drin. Diese ganzen Wörter, ich sage immer, wenn was gleich klingt, hat es miteinander zu tun.
Und das Ganze nennt man dann Ufer. Der Ufer ist genau das, was du hier an Wellen siehst. Das ist nämlich UP erweckt. Mhm. Der Strand. Ufer. Der und ich Strand stehe ja zwischen der einen Seite, die sich ständig verändert, und der anderen Seite, die immer ist. Da spitze ich das ab. Das ist unsere Nulllinie. Um die Nulllinie herum schwankt das Ganze. Wenn ich jetzt hier uns Gedankenwellen nenne, denk dir mal, schau mal auf das Bild, und wenn ich mir Nulllinie denke, sind die Wellen, wenn ich dir so einzeichne, sind es wie wenn ich zwei Seiten zusammennähe. Ja. Das ist übrigens in dem Wort Korban, das hebräische Wort für Opfer. Wir haben ein BR, Brandopfer, der polare Rand, du musst den opfern. Aber das Opfer ist nicht nur negativ, weil dieses Korban, Kerb heißt auch sich nähern, zusammennähen, nähen, eins sein. Ja, jetzt da kommt auch die Nahrung her. Wenn du zum Essen anfängst, machst du dich eins mit dem Essen, mit dem Sein, mit dem Existierenden um dich herum. Ja. Aber was ist der träumende Geist als Ding an sich? Nichts. Er ist eins mit dem, was er sich ausdenkt. Mhm. So, du merkst, wir kommen da nicht recht viel weiter. Lass uns den weiter. Zuhören. Engel einer radioaktiven Substanz, ein Geigerzähler, eine Giftampulle und ein Hammer. Es wäre jetzt jedes Wort, müsste ich erklären, das ersparen wir uns jetzt aber. Was ist jetzt da? Steht nur angehalten. Ja, aber wieso kann ich? Warum macht jetzt der das nicht? Sobald ein radioaktives Atom im Inneren der Stahlkammer zerfällt, löst der Geigerzähler den Hammer aus, der die Ampulle mit dem Gift zerschlägt. Die Katze ist tot. Aber aufgrund des Wellencharakters in der Quantenwelt ist das Atom gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen. Kann das sein? Durch unsere Betrachtung in einen definitiven Zustand bringen. Einen definitiven Zustand. Jetzt ist es ganz eigenartig, alles, was ich widerspricht, kann ich einatmen und ausatmen gleichzeitig. Es ist so, dass ich immer gleichzeitig ein- und ausatme, Holger. Ja. Weil ich atme jetzt ein und ich atme jetzt aus. Und wenn ich ein Buch lese, dann sind immer vom Bücherregal, das ist so eine tiefe Metapher. Das sind Ebenen in der Transversalen. Ist alles, jedes Wort in den ganzen Bücherregal, was in den Büchern steht, ist gleichzeitig da, wenn ich an das Bücherregal denke. Jede Seite. Stimmt. Ich kann aber, um ein Wort auszusprechen, muss ich eins der Bücher herausnehmen, muss mich in die Bücher hineindenken, muss von den Filmseiten eine Seite anschauen, dann habe ich einen Haufen Zahlen mit Worten, dann muss ich eine Zeile herausselektieren, aus der Zeile ein Wort herauswählen und dann kann ich das Wort aussprechen und dann werde ich schon wieder feststellen, denk an mein Beispiel mit dem Wort Wassermelone, dass das, was die Worte in einer Zeile sind, sind die Buchstaben in einem Wort. Ja. Und selbst die Buchstaben W, A, S, I, R spreche ich immer jetzt aus. Und ich drehe das jetzt in einer chronologischen Vorstellung, mache ich Zeitfenster und Raumfenster auf. Bis zu dem Moment, wo wir nachschauen, wissen wir nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist. Bis zu dem Moment, wo wir nachschauen. Und jetzt haben wir unser Mim, haben wir gerade gehabt, das ist Wasser. Und zwar ganz speziell, Sinusöffnungen sind vier. Diese Sinus 4 sind mit 2N geschrieben, ist 50-50. Wellendahl, Welkenberg, ist ein oberflächlich wahrgenommenes Phänomen. Und wenn wir diese zwei Mim so ein Mom machen, dann fängst du an, dir was auszudenken und dann kriegst du zuerst einmal einen Fehler in dir, weil du schaust jetzt in Ecken rein. Mhm. Und das sind Facettenlichter. Die ganzen Lichter um dich herum, wenn du im Zentrum einer jetzt bewusst ausgedachten Tetraederstruktur eines Ruach stehst, sind diese Lichter Fehler, die fehlen in dir, weil du dir die ausdenkst. Mhm. Äußerer Platz. Gebrechen. Geb. Wie oft habe ich dieses Geb schon gesagt? Der Geist, der polar wird, baut jetzt in seinen Augen, Augen heißt Becken, eine äußere Aue auf. Die Aue selber, Kor, heißt auch Lamm. La, die Lichtschöpfung besteht aus 2 mm. Wenn ich jetzt hier nach Aue schau, Kof, Resch. Das ist die Aue, das heißt auch Lamm. Das ist auch der Widder. Mhm. Jetzt können wir die sind die zwei Brustwarzen übrigens auf Hebräisch.
auf unseren Schamim, diesen zwei, Schadim, Entschuldigung. Okay, jetzt kriegen wir hier genau die Bewegung. Wir kriegen zuerst Shin Ilet. Schild ist der Davidstern, der Magen. Der baut jetzt, wirbt einen Buckel aus sich heraus. Das wird etwas Erhöhtes, eine Erhöhung. Dazu brauchen wir eine Erwiderung in einer Felge, weil mir, wenn eine Felge sich dreht, wenn oben was nach rechts geht, geht es unten nach links. Wenn was auf der rechten Seite nach unten geht, auf der linken Seite, links ist außen umgedreht, geht etwas nach oben. Dann kriegst du in diesem Gewölbe, das Gewölbte, kriegst du die Heuschrecke, die habe ich bis jetzt immer ausgelassen in der Erlegung. Was ist Heuschrecke? Da haben wir zuerst einmal unseren Schor, unseren Schrödinger in einer Ecke. Das heißt eine logisch berechnete Ecke. Ja. Und das Wort Heu übrigens hat nichts mit Heu zu tun, sondern das kommt von Hauen, von Abhauen. Wenn Heuschrecken schwarmen, die Heuschreckenplage übers Land gehen, dann fressen die die ganzen Pflanzen ab. Und das kommt von man geht auch in die Heuer, wenn du das nachschaust, dieses in der Heuschrecke kommt also hier in einem gewissen Maß von Hauen, von Abhauen. Und das Schrecken kommt von Aufschrecken. Das ist genau ein Oxymoron. Ein Kommen und Gehen gleichzeitig. Mhm. Okay? Dann haben wir die Höhle, den unterirdischen Gang, die Rückseite. Diese Rückseite wiederum bildet den Sockel, eine Vertiefung in einem Wasserbehälter und so weiter und so weiter. Das ist, da wird hier dieser Sinus eigentlich schon beschrieben, wenn der Geist belauert. Mhm. Gut. Puh. Das ist jede Kleinigkeit, zwei Wörter, das ist ein unendlicher Komplex. Das ist übrigens 5 von 5 wird hier zu 8, so eine Kollektion. Mhm. Die zwei, ich könnte jetzt so Atmasch ist wie dein. Ich darf mich nicht so aufhören, sonst kommen wir nicht weiter. Ich will dort noch was. Ach, was unbedingt noch wichtig ist, die Kiste, habe ich gesagt. Wir gehen immer nur von zwei Zuständen aus. Der Schrödinger war im Denken sehr, sehr begrenzt. Sein Gedankenexperiment bezieht sich entweder ist es jetzt hell oder ist es dunkel. Es ist eigenartig in der Kiste, solange wir nicht reinschauen, ist es hell und dunkel gleichzeitig. Jetzt denk wieder, sobald du dir eine Erdkugel vorstellst, die von einer Sonne angeschienen wird, ist hell und dunkel gleichzeitig da. Auf dieser Erdkugel KGL, die Welle, ist auch Wüstenhitze, Regen, Sonnenschein, alles was ist gleichzeitig, weil du in einen peripheren Bereich gehst, wenn du mein Ding anschaust, das kleine Bild unten. Ja, ja, ich sehe. Aber du musst jetzt begreifen, dass du der Geist, der sich das ausdenkt, ist nicht irgendein Affe auf der ausgedachten Erdkugel. Du bist jetzt auch nicht irgendein Affe, der jetzt hier vor dem Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Du bist der Geist, in dem sich das abspielt. Du bist ein träumender Geist. Das ist hundertprozentig sicher. Außer du bist ein Ini. Was ist ein Ini, Holger? Ich habe es zum dritten Mal vergessen jetzt. Der Ini ist schlichtweg und einfach einer, der sich sträubt, der einfach sträubt und versagt und sich wehrt, weil er das nicht sein will. Jetzt wir können das lesen hier, da ist ein reines, bewusstes Sein. Und da ist unten eine 10 und oben eine 10. Mhm. Das kann man jetzt, das ist das J und das ist das I von Ich. Das ist JCH, der ist unten und du bist der Geist des Funken. Eins drüben. Oder du bist einfach nur ein existierender, dummer Affe, der weiter intellektuell weiterdenken will. In einem Gefängnis des nachgeplapperte Wissen, des nachgeäffte Wissen. Darum sage ich immer wieder hier, ob du hier vollkommen geistlos religiöses Wissen nachäffst oder naturwissenschaftliches Wissen nachäffst. Alles, was irgendwelche Menschen zu dir sagen, was du aus das Buch, aus das Internet heraus hast, verwirklichst du durch deinen Glauben. Die ganzen Zahlen, ob das Coronavirus ist, ob das die Größe der Erde ist, des Kosmos ist, wie Moleküle aufgebaut sind. Es ist angelesenes, einprogrammiertes Wissen, vollkommen geistlos rezitiert und in deinem eigenen Kopf dann vorgestellt und du meinst, du hast mit all dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Und jetzt sage ich wieder, mit wem sollten den Gedanken, die gedacht werden, mit wem sollten die denn sonst was zu tun haben? Doch zuerst einmal mit dem, der sich das ausdenkt. Auf der unteren Ebene. Und jetzt komme ich, dass diese Einseitigkeit, das geht jetzt nur, ich sage zwei, ist die kleinste Form von Vielheit. Kreis und Dreieck ergibt einen Kegel in der Synthese. Der reine Schattenwurf von Kreis und Dreieck sind ja nicht nur die zwei Möglichkeiten, wo man Schatten werfen können. Wir können da noch unendlich viele andere Schatten werfen mit einem Kegel. Aber diese Kegel sind immer, wenn man sie genauer anschaut, entweder mehr kreisförmiger oder mehr dreieckförmiger. Und jetzt machen wir die Kiste komplexer. Ich sage ganz einfach, die Kiste ist eine Küche. Wir stellen fest, es sind alle Zustände gleichzeitig da. Darum siehst du keinen Unterschied.
Und wenn du in die Kiste reinschaust, dann fokussierst du eine gewisse Facette, eine Perspektive aus der Kiste in der Peripherie an. Und ich sage jetzt, wenn du in einer Küche stehst, siehst du plötzlich einen Herd, einen Kühlschrank, ein Waschbecken, was du auch immer anschaust. All diese Facetten sind gleichzeitig, solange du nicht zum Schauen anfängst, bis du das dann irgendeine Facette aus dem Zentrum heraus in der Peripherie dir ausdenkst und dann gehen alle anderen in die Vergessenheit. Das ist das, die Katze lebt und sie ist tot gleichzeitig, bis du reinschaust, dann siehst du einen dieser zwei Zustände. Ja, wie das Wort auf einer Buchseite, ne? Du denkst dir jetzt, du bist im Buch selber in grün und jetzt denkst du dir, erst wenn du in das Buch aufschlägst, kannst du ein Wort, das du aussprichst, das ist dann da, aber alle anderen sind im Hintergrund. Mhm. Und wenn du jetzt dir eine Kiste, eine Peripherie des Rings um dich herum dir ausdenkst und du bist im Zentrum in der Küche und du hast die Augen geschlossen, dann ist alles gleichzeitig. Kannst du dich jetzt schon denken, hinter mir ist der Herd, vor mir ist der Kühlschrank, aber das ist ja dann schon hineingeschaut in die Kiste. Aber du schaust nicht in die Kiste hinein, sondern du bist immer der Mittelpunkt von allem, was du um dich herum ausdenkst. Und du schaust dann nur aus einer einzigen Richtung aus deinen Augen, das ist dann deine Vorstellung. Ja. Dann bricht die Wellengleichung zusammen. Ja, genau. Ich habe diese Wellengleichung so oft schon gesagt, wenn man die einfach nicht mehr, diese Schrödingers Wellengleichung, schau, wir müssen gar nicht, das wenn dann schockiert, wir müssen da gar nicht groß schauen, schau, ist gleich Null. Hm. Ja. Das Quadrat, das ist unsere Kiste. Aha. Jetzt das Aufgespannte, das würde ich, könnte ich jetzt so schön hier diese Differentialgleichungen, das auf komisch, sie haben mal hinter, sieht jetzt das da mal, wenn man spiegeln kann, das ist ein 6 sein und das kann ein 9 sein. Ja. Eine gespiegelte auf dem Kopf stehende 9. Dann haben wir unser C-Quadrat, unsere 1 durch C Quadrat, was Licht ist, was übrigens im klassischen Physik war da 1 dafür gesetzt. Das heißt praktisch 1 Quadrat ist 1 Quadrat ist Wurzel 1, ist plus 1 durch plus 1 minus 1. Mhm. Ist eigentlich nichts. Und jetzt haben wir unsere gespiegelte 6, 6 und 9 korrespondiert, die aufgespannt wird. Da haben wir jetzt eine kleine Spiegelung. Im Summenzeichen, aber das wird jetzt zu weit führen, es ist erst einmal nicht, solange du da nicht reinschaust. Da wissen Physiker nichts, weil sie nicht wissen, die plappern nur nach, was man ihnen erzählt hat, was es bedeutet. Du musst die Demut haben, wenn du jetzt selber Physiker bist, dass alles, was du gelernt hast, die Formen stimmen. Wenn du Theologe bist, alles, was, wenn du in die Tora oder in den Koran reinschaust, das stimmt alles. Was nicht stimmt, ist die Erklärungsmodelle deiner Lehrer und Erzieher, die dir erklären, was das angeblich bedeutet. Das stimmt nicht. Die Grundlage ist hundertprozentig richtig, aber nicht die Erklärungsmodelle. Wir haben schon wieder zwei Seiten. Merkst du richtig und verkehrt gleichzeitig? Bist noch dran, Holger? Ich sehe dich. Ja, ja. Wir sind auch jetzt mittlerweile, glaube ich, über einer guten Stunde schon. Gut. Sie befindet sich in zwei sich überlagernden Zuständen. Die Eigenschaften tot und lebendig existieren im Mikrokosmos also gleichzeitig. Es ist also ganz einfach, dass das Immersein, die unvergängliche und das sich ständig verändernde gleichzeitig da ist. Der Witz ist, der Gedanke, dieses Gedankenexperiment bezieht es nur auf Elementarteilchen, auf Quanten. Und ich sage immer, wenn du das Kleinste verändert, muss ich das Große auch mit verändern. Aber was keiner verstanden hat, dass jetzt, und ich sage immer wieder, wir haben jetzt eine eigenartige, ein Oxymoron, dass hier das Denken auf der einen Seite massiv noch darwinistisch, naturwissenschaftlich, raumzeitlich geprägt ist, dass also eine Vergangenheit mit einer Weltentstehung da war, im biologischen Leben genauso wie in der Materie. Unser berühmter Urknall, den wir uns in die Vergangenheit denken, es muss ja irgendwann einmal in der Vergangenheit angefangen haben, creatio ex nihilo, es beginnt hier jeden Moment, wenn du dir was ausdenkst und es wird in dem Moment, wo du dir was ausdenkst, wird auch was zerstört. Das Kommen und das Gehen passiert gleichzeitig. Aber was, wenn das gleichzeitige Vorhandensein von Leben und Tod auch für die Welt des Makrokosmos gelten würde? Immer dran denken, das ist unverständlich. Wäre die Existenz mehrerer Realitäten nebeneinander möglich?
Das ist ungefähr so, wenn ich sage, sind Bücher nebeneinander möglich? Was passiert, wenn ich einen Stapel DVDs aufeinander lege und denke mir die gleichzeitig? Dann sind viele verschiedene Filme gleichzeitig da. Ich kann sie bloß nicht gleichzeitig anschauen. Es ändert aber nichts daran, dass jede einzelne Facette aus einem Film, den ich anschaue, schaue ich jetzt an. Das ist meine Bücherregalmetapher. Das ist hundertprozentig sicher. Druck ist ja dar, ist ja die, deine Generation, diese Finsternis in dem Wort dark. Ich fahre hier nochmal ganz kurz rein. DR heißt das da mal hier, geöffnete Berechnung. Generation. Das ist das hebräische Wort für Generation. Mhm. Jetzt haben wir den Bodenbelag. BO, BWAF gelesen heißt in dir. Okay. Das Innere in ihm. DN. Schauen wir, machen das ganz. In ihm, jetzt in dir. In ihm, in dem Geistesfunken, ist eine geöffnete Berechnung. Und diese geöffnete Berechnung sind seine Generationen. Er wohnt, darum heißt es auch wohnen. Wieso heißt Generation? Weil du im Zentrum dieser Generationen wohnst. Okay. Okay? Mhm. Die Muschel, das wäre jetzt ein Wort, da müssen wir unbedingt drauf eingehen. Ich will bloß nur das kurz, das Wort Marmor. Im Hebräischen schreibt sich das Schisch. Siehst du da Marmor? Das ist ein rotes, wir haben unsere vier Shin. Mhm. Und dann dem fünften im Zentrum, das Shin mit den vier Zeichen oben drauf. Ja. Das ist, dieses Wort heißt, zuerst einmal Marmor, aber was jetzt interessant ist, dass das Wort Marmor ist eine spiegelnde Meeresfläche. Das ist eigentlich genau genommen, heißt es ein geschliffener, spiegelnder Stein, SD1. Raumzeitliche Spiegelung ein, wenn die sich einschaltet, hast du eine Spiegelung und die spiegelnde Meeresoberfläche, der kommt von Mare, das Meer, das ewige Meer, das ist unsere Nulllinie. Aha. Das steckt da mit drin. Aha, die Spiegelung, ja. Okay, wir sind bei Muschelmarmor, die Muschel gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und darum heißt es, du wohnst da in der Zentrum, im Zentrum dieses Karai ist es. Im Zentrum dieser Generationen, dieser Rundungen. Und wenn ich jetzt einen Kaffee dran hätte im Hebräischen, heißt es ja dein. Ich muss ganz kurz das DR machen, Entschuldigung. Da muss ich nur draufdrücken. Ah, DR. So, jetzt. Und jetzt müssen wir hier noch Kaffee dranhängen. So, das heißt jetzt praktisch deine Generation. Absolut korrektes Hebräisch auch. Und wenn wir das uns jetzt hersuchen, interessant ist, in Wörterbüchern steht das drin, weil dieses Kaf ja zu dem Wort gehört. Es ist aber im Hebräischen, dass die Suffixe auch einzeln gelesen werden können, dann würde das deine Generation heißen. Das ist die Art und Weise deiner Reise, deiner Spiegelwahrnehmungen, das letztendlich den Weg, dein Verhalten steuert. Dark ist ja die Finsternis im Englischen. Mhm. Auch Dunkelheit. Schau mal, Dunkelheit beginnt mit D-U-N. Das heißt, geurteilte K-L. Geurteilt wie ein Joch. Mhm. Bist dabei? Ja. Und jetzt fangst du an, einen Bogen zu spannen. Was ist der Bogen? Ich nehme eine Ecke, ich strecke die Ecke und mache aus der Ecke einen Stecken, dann nehme ich eine Seite, mache die Seite zu einer Ecke und dann wird er erst die Ecken zu einem Bogen. Unser Fragebogen. Genauso ist es. Das Frau, die Frau des Ausgedachte, was dann übrigens das Frau in dem Fragebogen, ich habe das Fragebogen, und wenn wir das Frau biegen, was passiert dann? Das ist das Frau. Dann wirst du wild. Aha. Darum hast du es nämlich der Wilde. Wie heißt ein doppelt aufgespanntes Kind? Ja. Und das Ganze, dieses Wildesel, Esel, interessantes hebräische Wort für Esel ist das Wort. Die grundradigste Schema, da kommt die Chemie her und das ist die Materie. Jetzt wird das Ganze nämlich hier zur Materie. Erdbech, Material. Das ist das Material, aus dem die Träume gebaut sind. Wie war das nochmal? So wurde die Welt erschaffen. Okay, aber jetzt pass auf, jetzt legen wir mal richtig an drauf. Den habe ich auch schon nicht umsonst hergelegt. Könnte es uns gelingen, die Zeit zu spalten und sie in zwei unterschiedliche, gegensätzliche Richtungen laufen zu lassen?
und damit die Katze in einen gleichzeitigen Zustand von Tod und lebendig zu bringen? Immer dran denken, das Leben. Leben ist eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Ben ist der Sohn. Mhm. Sobald du zum Träumen anfängst, wirst du zum Adam bzw. zum Jahwe. Du bleibst aber in dir drin, im Innersten, immer unveränderlich, ewig. Jetzt kann ich wieder einen einfachen Satz machen. Der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, du hast dich in deinem jetzt ausgedachten Leben, die ganze Vergangenheit, hast du dich niemals verändert. Du bist immer noch absolut derselbe Geist, derselbe Geistesform. Der Geist selber empfindet kein Gefühl von Altern, weil nichts kann als Ding an sich sich selbst nicht empfinden. Das Nichts kann sich nicht selbst empfinden. Egal, was du magst, der Geist, der das erlebt, der träumende Geist selber, bleibt immer derselbe Geist. Egal, welchen Körper du dir jetzt zusprichst, welche Seite du aufschlägst in deinem Buch. Ja, als Kind habe ich das gemacht, das machen, morgen werde ich das machen. Du erlebst es immer jetzt. Und dieses erlebte Element in dir verändert sich dabei nicht. Die 200 Gramm rote Knete bleibt immer 200 Gramm rote Knete. Der träumende Geist bleibt immer derselbe träumende Geist, egal welche Information in ihm im Moment da ist. Ja. Ist doch sehr simpel. Ja, das ist bloß das Innere in dir. Und wenn ja, wie viele unterschiedliche Realitäten wären dann nebeneinander möglich? Diese Bücher sind in einem Bücherregal möglich. Hängt davon ab, wie groß du dir das Bücherregal deckst. Genau. Das ist die Alfred Wieler Mehrwertentheorie. Mhm. Ich sage, all die Formen, die sie hier rumspielen, stimmen, aber nicht die Erklärungsmodelle, weil du musst dazu dein raumzeitliches chronologisches Denken opfern. Und das ist der heilige Gral der Naturwissenschaft und der Religion. Dieses Vergangenheit, alles, was du dir in die Vergangenheit denkst, war ja schon, bevor ich es gedacht habe. Und man betrachtet das als hundertprozentig sicher bewiesen. Und jetzt sage ich nochmal, ich werde dir beweisen, hundertprozentig sicher beweisen, dass 99% von dem, was du ein jetzt ausgedachtes Leben lang als hundertprozentig sicher einseitig bewiesen richtig angesehen hast, du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es ist blinder, dogmatischer, geistloser Glaube. Du beschwörst Sachen, die du nur mit der Meinheit beschwörst. Und darum bist du in dieser Scheißwelt, in der du dich zurzeit befindest. Und da kannst du dir 10-mal noch Gutmenschen und Schönes um dich herum ausdenken. Du wirst immer wieder eingeholt von deinen Problemen und deinen Sorgen. Bis du dir mal Gedanken machst, was bin ich eigentlich selbst? Du bist nicht das, was du ein Leben lang geglaubt hast. Du bist kein sterblicher Trockennasenaffe. Mhm. Du bist Geist von meinem Geist. Das bezieht sich natürlich nur auf den, der mich jetzt sprechen hört. Und nicht auf irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst. Die kannst du alle vergessen. Das sind Gedanken. Gedanken haben keine Überlebenschance. Darf ich mal eine Frage stellen zu dem Bild? Und zwar, hältst du bitte an? Und zwar, das eine Bild, da habe ich eine blaue Figur und das andere Bild, was gezeigt wird, ist aber nur eine Möglichkeit. Ich brauche ja, um was zu erleben, brauche ich ja eine blaue Figur. Deswegen kann es die ja nicht zweimal geben. Es ist immer die blaue Figur, ist viel, was jetzt hier passiert ist, dass die ja sogar, sie erscheint in Dark dreimal, in drei Versionen. Ja. Als junges Mädchen, als Frau und als alte Frau. Mhm. Und was jetzt hier ist, dass sich in dem dritten Teil, wir haben einen ersten Teil ist die These, dann haben wir den zweiten Teil die Antithese und im dritten Teil passiert jetzt die Synthese. Ist alles gespiegelt. Die Mada zum Beispiel in dem ersten Teil hat der Jonas immer einen gelben Anorak an. Den trägt jetzt im dritten Teil die Anna. Die gehen, wenn sie an ein Haus hochklettern, feststellen, das Haus ist gespiegelt. In einem der Teile vorneweg klettern sie rechts hoch, dann klettern sie links hoch. Es ist alles gespiegelt, wenn du genau hinschaust. Ja. Warte! Du darfst da nicht rein! Dankesch! Adam und die anderen, die haben dich belogen. Er will dir nicht helfen. Er wird dich töten. Jetzt muss man wissen, der Adam ist der Jonas, immer an Jona denken. Mhm. Die biblischen Geschichten, die hier mit eingeflochten sind, die müssen wir jetzt alle wissen, wenn man das verstehen will. Und der Adam ist in der Sackgasse, der hat sich komplett irritieren lassen. Der ist am Schluss, ist er dann der Adam. Wir springen da jetzt gleich einmal, das lass mal gut sein. Ich springe jetzt mal, um dir das klarer zu machen, schau mal einen gestaltgewordenen Adam an. Das heißt, da ich eine Matrix erschaffen habe, ich mache jetzt das einfach mal blind. Wir nehmen das hier in Echtzeit auf. Da ist nichts geschnitten und gar nichts.
Wir gehen mal auf 40 auf Gestaltwertung. Okay. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. Wir machen Gestaltwertung von Adam. Also gehen wir ungefähr 40, 45. 40, 44. Schauen wir mal, was kommt. 1986. Wirkliche Spiegelung von UB. Das ist der Adam. Ich sage, ich bin der dritte Adam. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert, wenn wir das laufen lassen. All die Wege, die wir in unserem Leben einschlagen, jede Entscheidung, die wir treffen, wird geleitet von dem, was wir tief im Inneren verlangen. Er hat hier, Namen gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, sonst rufe ich aus, dass wir fertig waren. Der hat hier seinen Sohn verloren, das war Streit und dann, das war die Ursache, der die Zeitmaschine gebaut. Ich sage, ist nicht deine Meinung, es ist eine Änderung. Das Paradoxa. Barat, nochmal, heißt unmittelbar neben mir, was ich mir ausdenke, was vor mir ist, das ist Barra. Und das ist Doxa, ist meine Meinung, meine Vorstellung. Und Paradoxa, habe ich ja, bin ich genauer darauf eingegangen, ist um mich herum ist die Meinung. Ich sehe aber nur das Paradoxa. Und es wird nur als Widerspruch übersetzt. Weil ich meine, ich habe mit dem, was ich mir ausdenke, nichts zu tun. Ich habe nichts damit zu tun. Schau eine Kirche an, schau eine Landschaft an. Und als Trockennasenaffe sagst du, ich habe da nichts damit zu tun. Aber wie sieht es aus, wenn du ein träumender Geist bist, wenn du ein Gott bist? Du erschaffst es in dem Moment, wo du dir es ausdenkst, aus dir heraus. Das nenne ich Schöpfung. Ja. Wie schwer und unvorstellbar sie erscheinen. Jetzt ist dieses Wort unvorstellbar. Du stellst es doch vor dich hin als UN, als aufgespannte Existenz, die aber eigentlich UN-rot gelesen verbunden mit deinem eigenen Sein ist, so wie die Wellen immer verbunden sind mit dem Meer und die Form mit der Gnede. So, jetzt haben wir einen Zeitstück. 1986 ist zuerst einmal die göttliche Spiegelung oder der göttliche Spiegel ist die 86. Jetzt sind wir in die 1911 reingesprungen, das ist in das Nichts. Immer unser AI-Denken, unseren Schöpfergott. Wir schauen jetzt einmal in den Schöpfergott rein. Wenn du meinst, es lag irgendeinen Zukauf, einen Zufall zu in deiner Welt, wenn das jetzt dieser Film komplett computergeneriert ist, nachher ist, muss irgendein Programmierer, muss jede Kleinigkeit, die du zu sehen bekommst, programmiert sein. Schau dir das Nummernschild an. Stimmt. Der göttliche Schöpfer, das sind erst einmal die 2-2. Ich sage jetzt einfach interessant, das sind die 22 Zeichen, die Grundzeichen. Das ist aber hier die Grundspaltung, weil wir im Einheitskreis zwei oben haben und zwei unten haben. Wir haben plus, 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 minus oben und minus, 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 plus unten. Das sind die vier. 1-4er-Struktur, der göttliche Schöpfer und die vier um ihn herum. Und jetzt kommen die 0,85, die 0,85. Das 0 steht immer für nichts. Und was ist jetzt die 85? Die 85 ist 1 vor der 86. Stimmt. Was ist die 85? Die 85 ist P. Ja. Das ist das ewige Jetzt. Das heißt hier. Aha. Okay, das ist das Ende. Da fangen zwei zu füllen an. Ja. Und dann gibt es eine Öffnung und es gibt den Rand. Und das Loch, hebraisiert, ist die Lebensfrische. Mhm. Und jetzt der Klang. Alles ist Freude. ANG. Ah, Entschuldigung, jeder Augenblick, ANG, so müssen wir es schreiben. Freude, Genuss, Vergnügen, augenblickliche Existenz des Geistes.
Das ist der Klang. Koll. Alles ist Freude. Alles, jede augenblickliche Existenz ist Freude. Jede Öffnung in dem Rand. Und das ist hier. Mhm. So, jetzt machen wir da ganz kurz, dass wir das abschließen. Ganz wichtig, Anna. Die Schöpfung von zwei Existenzen. Das ist erst einmal ein Glauben. Wenn wir jetzt aber einen Augenblick auf zwei Existenzen machen, das ist, kriegst du eine Wolke, ein Gewölk mit Wolken, B, D, Ecken. W-Oll heißt wie ein aufgespanntes, wie dein Joch. Oll, bist du dabei, Holger? Ja, ja. 70-30 heißt, doppelt aufgespannt ist dein Joch. Und das ist diese polar geöffneten Ecken. Mhm. Und jetzt beginnt in dir was sich zu regen. Das ist auch hier die Zauberkünste Übende. Das ist die Anna, Anna. Mhm. Die Zauberkünste Übende, die heimlich Handelnde. Ich suche Jonas. Das ist die Mutter von Jonas. Ja. Er hat sich verändert. Das Reisen ist nicht gut, ist an ihm vorbeigegangen. So. Sagt dir das jetzt was? Pass mal genau auf, was ich dir jetzt zeige. Eitelkeit. Eindeutig meine Lieblings. Das Bild, wenn man einen Auftrag des Teufels kennt, das ist genau dieses Bild. Mhm. Ah. Hammer. Du weißt nicht mehr, um was es da geht? Für wen trägst du eigentlich diese schweren Steine durch die Gegend? Für Gott? Ist es das? Gott? Dann pass mal gut auf. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Insider-Informationen über Gott sieht gerne zu. Er ist ein Voyeur. Denk mal. Nur, absolut. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, wie in deinen Kopf reinzusaugen und zu schauen, was für einen Scheiß du oft baust, weil du nichts verstehst, du Geistesfunken. Darüber nach. Er gibt den Menschen Instinkte. Er gibt euch diese außergewöhnlich fantastische Gabe und was tut er dann? Ich schwöre dir, nur zu seinem eigenen Vergnügen, als sein eigenes privates, kosmisches Schmiertheater, verändert er die Regeln, Dates. Mach ich laufend. Ich vervollkomme nicht deine Regeln. Deine Regeln sind fehlerhaft. Sie sind alles richtig, egal was du behauptest, was irgendein anderer behauptet, egal was einer glaubt, es ist richtig, aber nur ein bisschen. Mhm. Du musst anfangen, dich für das heilige Ganze zu interessieren. Ja. Sie einfach um, der größte Beschiss aller Zeiten, Kevin. Gucken, aber nicht anfassen. Anfassen, aber nicht kosten. Kosten, aber nicht runterschlucken. Und während ihr verzweifelt von einem Fuß auf den anderen springt, was tut er da? Er lacht sich seinen kranken, verfluchten Arsch ab. Gott sei Dank macht Freude. Weil du dich plötzlich über alles amüsieren kannst, auch über die Dummheit der Figuren, die du selbst dir ausdenkst. Der göttliche Humor, das wird jetzt nur böse einseitig wieder dargestellt. Mhm. Du musst schauen, wie du darauf reagierst. Ja. Merkst du, wie sich alles verknüpft? Wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn wir das hebraisieren. Eine polare Erscheinung, BD, ist die Tochter.
Übrigens, wieso ist es jetzt auch ein Flüssigkeitsmaus, weil eine polare Erscheinung eine Gedankenwelle ist? Macht normal gar keinen Sinn, aber ist nicht eine, wenn du blau liest, das ist die polare Erscheinung. Ja. Ist eine Gedankenwelle. Und das ist, darum heißt es Tochter, da ist übrigens Chetty in Schrecken versetzt erweckt. Dieser gespiegelte, kreisende Augenblick, D.O. T-Waff übrigens ist das Zeichen. Ein Buchstaben ist die Zeichen. Das ist ein in der Tochter. Kriegst du jetzt das Flüssigkeitsmaß, okay, aber ich bleibe jetzt mal gleich, jetzt wird es interessant, heute müssen wir auf Suchen gehen. Und jetzt machen wir hier die Tochter, das ist deine Schwester, sagt er. Jetzt schauen wir uns das hebräische Wort für Schwester an und du wirst dich jetzt wundern, das Wort für Schwester ist Ben, ist eine polare Existenz, das ist der Sohn, das wissen wir. Ja. Das heißt übrigens auch verstehen. Und wenn diese polare Existenz zu einer aufgespannten Erscheinung wird, was ja die weibliche Mehrzahl ist. Das sind jetzt die Töchter, die Benot, okay. Das heißt jetzt hier die Engelin, die Mädchen, die Töchter behauen, aufbauen, okay. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir hier mal Schinweh, schwach heißt nichts. Ja. Esther. Was versteckt ist. Das Nichts, im Nichts versteckt sein. Ach. Wieso ist jetzt das Ach, wieso steht da, das ist doch der Bruder. Ja. Okay, Ach ja. Ist doch der Bruder. Ja. Und jetzt nehmen wir den Bruder. Den Bruder, den wir jetzt aufspannen, in so einer aufgespannten Erscheinung machen. Und das ist das hebräische Wort für Schwester. Interessant, der Bruder hast du übrigens auch Kamin. Come in, sage ich immer wieder, komm zu mir. Soll ich dich Hayom führen? Ja, bitte. Das kann bloß ein Bruder, weil wir nämlich Blutsverwandte sind. Ich bin ein Belut in einer Hülle stecken und du steckst in einer Hülle. Okay. Und das Blut ist der Adam, das ist der Rote. Ja. Und wenn du ein rotes Ich bist, sind wir Blutsverwandte, weil wir beide in verschiedenen Hirn stecken, je nachdem, mit welcher Logik du arbeitest. Ich arbeite aber mit der ganzen Bibliothek im Denken. Und du bloß mit einem Buch aus dem Bücherregal. Ja, ziemlich beschränkt. Sehr beschränkt. Das wird übrigens dann in den Bildern, wenn du gehst, dir ein Haus vorstellst mit einem Giebeldach, wo der Kamin dann in der Mitte schaut, kommst du in die Transversale. Kannst du ganz kurz mitgehen mit den Gedanken? Ja. Dann kommst du in die Transversale. Das ist das Spiel. Und das Erste, wissen wir, das heißt, wo ich mich versteckt habe. In dem Schwach. In den Logos, der immer doppelt aufgespannt ist. Ein W. Schön wie Esther. Und jetzt merkst du, wie perfekt das zusammenpasst, dass hier dass Sprache aus unartikulierten Tierlauten rein zufällig in der Vergangenheit entstanden ist, ist so eine geistlose materielle Sichtweise. Naja, jetzt glaube ich, lassen wir es gut sein. Einverstanden. Das eine, wenn du einverstanden bist, mit allem einverstanden bist, dann hast du das eine verstanden, dass du selbst bist. Dann habe ich kein Problem mehr. Und jetzt ist der Ini ist halt in dir drin, dieser Ini. Der sich sträubt. Jetzt habe ich's. Der sich sträubt. Gegen was sträubst du dich eigentlich? Gegen deine eigene Glückseligkeit? Ja. Gegen das Verstehen mit allem, was dir zuwider ist? Rote Liebe ist allumfassend. Rote Liebe ist vergeben, ist verzeihen. Und um das ganz einfach auszudrücken, Schlusswort, mach dir mal Gedanken, wie geistlos muss einer sein, der sich Deppen ausdenkt, die nur dann existieren, wenn er sie denkt und sich dann gnadenlos über das aufricht, was er sich selber ausdenkt. Ob das Politiker sind, ob das
egal an was du denkst, sobald du dich über das aufregst, mach dir klar, dass du derjenige bist, der sich das ausdrängt. Jetzt beobachte dich einmal wirklich bewusst, wenn du eine Zeitung liest oder wenn du Fernsehen schaust. Du weißt ja alles, wer das gemacht hat, du weißt, wie die sind. Und dann mach dir Gedanken, wenn du länger Holofeeling verfolgst, die Selbstgespräche, wo ich immer wieder sage, wir geben verschiedenen Menschen dann Fetzen Papier, wo einfach nur Namen drauf sind, zum Beispiel von Politikern. Es ist nur Fetzen Papier mit Worte drauf. Und jeder normale Mensch, so denke ich mir denn jetzt aus, das denke ich mir ganz bewusst in die Kisten hinein. Ich sage immer wieder, ich nehme alle Schuld auf mich, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so niemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er genauso ist, wie ich ihn mir ausdenke. Mhm. Das sind Facetten von mir selber. Auch wenn ich jetzt an dich denke, an den, der vom Computer sitzt. Es ist ein ganz spezielles Leben, wo man was zu lernen hat. Das heißt einmal das Lieben und das Verzeihen. Du bleibst auf ewig geistlos, solange du irgendjemanden ausdenkst, ihn so denkst, dass er in einer gewissen Situation ist, die du mit deiner jetzigen Logik als schuldig oder böse definierst und ihm das dann vorwirfst, dass er in der Situation ist und so ist, wie du ihn dir ausdenkst. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden mit der Logik, die nicht deine Logik ist. Meine Logik ist deine Logik. Der große Logos ist allumfassend. Alles verbinden. Ja. Religion, Naturwissenschaft, alles. Wie lächerlich ist dort die Weltformel deiner Physiker? Spiegel hüben, Spiegel drüben und dazwischen tut ihn drüben ein Kristall, ein Erdenwesen. Das letzte Goethe-Zitat. Ein Goethe kann natürlich nur das gedacht und geschrieben haben, was ich ihn denken lasse. Genau. Und das, was du zurzeit denkst, ist das, was ich dir denken lasse. Das Einzige, was ich mich frage, ich lache mir da oben meinen kranken Arsch ab, wie der gerade so schön gesagt hat, und ich frage mich, wann benutzt der endlich einmal seine Freiheit und geht über diese Logik hinaus, fängt selber an zu denken. Du bist absolut unfrei, solange du in Maßsetzung deiner Logik logisch bleibst. Basic wird auf ewig Basic bleiben, wenn sie nicht irgendwann einmal anfängt, Windows-Daten zu akzeptieren. Was wiederum heißt, du musst was für dich vollkommen Unlogisches erst einmal zulassen. Zulassen, ja. Ob das Krankheiten sind, egal was es ist. Und dann vervollkommnen. Die Phase des Zulassens ist die Phase des Festhaltens. Und dann kommt das Neue, das man bekämpft, das dir böse, das dir schlecht erscheint. Liebe deine Feinde heißt, mach dir all das, was du bisher nicht haben wolltest, was du bekämpft hast, was du loshaben wolltest, auch Krankheit, mach sie dir zu eigen. Nimm sie an. Ein alter Spruch in der Esoterik. Nimm die Krankheit an. Lass dich auf die Krankheit ein. Die Krankheit ist das Weltliche. Ist Koller. Koll ist das Weltliche und Koller ist die Krankheit. Übrigens auch dann der Sand. Vom Rand. Im Land. Die Wand. Eine Wand hüben, eine Wand drüben, eine Deckenwand. Wo sich das alles hochspiegelt. AND. Ein Hin- und Herschwingen, eine Bewegung. Eine statische Bewegung, weil sich alles mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Und wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich nicht mehr durch Raum und Zeit. Es ist ein Wechsel im ewigen Hier und Jetzt. So wie in einem Traum. Und Träume sind Schäume. Viel Spaß noch. Klasse, super.